herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin wieder zurück. Oh mein Gott. Ich war jetzt wirklich eine ganze Ecke weg und möchte euch ehrlich gesagt in einer ganz kurzen Storytime sagen, was hier alles los gewesen ist. Erstens, klein Nuki ist eingezogen. Ich habe sehr viel zu tun mit ihm, ihn sauber zu bekommen. Ich muss ja ihn in die Arbeit mitnehmen und so. Das ist einfach sehr aufwendig, Leute. Also überlegt euch das, wenn ihr einen Welpen holt. Ihr müsst da wirklich sehr oft nach ihm schauen. Ihr könnt ihn halt noch nicht alleine lassen. Also jetzt schafft er gerade 30 Minuten. Das schafft er gut, ohne dass er jetzt das ganze Haus zujammert. Aber natürlich nur unter der Voraussetzung, weil wir halt nun mal eben einen zweiten Hund haben. Das wisst ihr ja. Der süße Eli. Und ich habe letztes Wochenende einen Unfall gehabt. Ich bin praktisch ausgerutscht von meiner Arbeitsstelle nach der Nachtschicht. Gott sei Dank war Nanook nicht in meiner Tasche. Ich habe eigentlich komplett verballert hinzugucken, wo ich hinlaufe. Ich bin komplett ausgerutscht und das Ende der Durchsage war, dass ich mir meine Kniescheibe geprellt habe. Unglaublich schmerzhaft. Ich humpel leider Gottes gerade sehr übel. Also ich kann gerade nur notdürftig meine Arbeit erledigen. Nein, ich habe mich nicht krank schreiben lassen. Ich weiß, man soll ja sich krank schreiben lassen und so. Das ist aber leider nicht my cup of tea. Ich habe mich jetzt echt letzte Woche echt mega zusammengerissen und habe jetzt einfach auch gesagt, ich werde jetzt praktisch euch mal, weil ich bin irgendwie euch das auch schuldig, euch mal kurz zu sagen, was da jetzt Sache war. Ich habe so Stress und vor allen Dingen, bevor ich halt dieses Video starte, was uns natürlich alle mega interessiert, vor allen Dingen mich, weil ich habe die Sachen tatsächlich noch nicht so häufig in der Hand gehabt und teilweise Bestellungen einfach zusammengesammelt. Ich habe vom Black Friday praktisch nochmal danach einen Sale gesehen. Da gab es nochmal einen Endjahres-Sale bei Beauty Bay und habe bei BH Cosmetics, Kiko und natürlich auch in der Drogerie noch einige Neuigkeiten gefunden. Und am Ende des Videos werdet ihr jetzt auch die drei Gewinner mitgeteilt bekommen, die praktisch meine ganzen Pakete gewonnen haben. Ich habe ja Paket 1, 2 und 3. Das sind ja ganz verschiedene Revolution-Produkte und so. Und auch die Hattie-Palette mit den kleineren Items dazu. Und es tut mir sehr leid, dass ich jetzt einfach so lange gebraucht habe, um dieses Video aufzulösen. Aber, beziehungsweise euch das zu präsentieren. Es sollte eigentlich bis zum 6. gehen. Ich habe auch tatsächlich keine anderen. Also es waren alle, die nach dem 6. gekommen sind. Habe ich auch gar nicht mehr dran mit einbezogen, weil es ist nur mal eine Voraussetzung, ja, wann die Announcement ist, ist leider halt nur mal in dem Moment anders gewesen, dass ich halt jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht habe. Aber ich werde euch jetzt mal zeigen, was ich die letzten Tage Tolles entdeckt habe. Ich war ganz häufig auch ein bisschen in der Stadt. Nuki kann jetzt mittlerweile auch sehr gut mit in die Stadt gehen. Er ist schon dran gewöhnt, dass er jetzt praktisch mit mir auch ein bisschen in die Stadt geht. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich in der Drogerie Neues gefunden habe und starte mal komplett durcheinander mit den ganzen Bestellungen und zeige euch in etwa, was es gekostet hat. Und da sind ganz tolle Items dabei. Ich freue mich. Wie immer in meinem Beauty Hauls ist einfach mal komplett, bin ich ausgerastet. Beauty Hauls sind bei mir auf meinem Kanal sehr beliebt. Ich werde aber auch wieder anfangen mit Tutorials und so. Ich habe mich doch dafür entschieden, weil waren ja eigentlich mal der Grund, weshalb ich überhaupt dieses YouTube angefangen habe. Muss was zu trinken holen. Zeige euch jetzt mal, was ich an neuen Tools gekauft habe. Es sind halt sehr viele Tools dabei, also sprich Pinsel und so weiter. Bei Beauty Bay gab es einen bis zu 50% Sale. Und ich muss euch ehrlich sagen, bei Beauty Bay, da könnt ihr nichts falsch machen. Die Bestellung ist vollkommen stressfrei. Ihr habt praktisch überhaupt keine Probleme mit der Bestellung. Sie kommen aus England, aus den UKs. Braucht so etwa 5 bis 6 Tage, bis es da ist. Und wir fangen jetzt mal an mit den Sachen ganz durcheinander, die etwas größer sind. Und zwar haben wir hier die BH Cosmetics und Morphe Bestellung. Ich habe bei Morphe bestellt, weil ich wollte eigentlich die James Charles Palette. Aber ich habe mich immer noch dagegen entschieden, weil ich weiß nicht, ich finde James Charles momentan gerade nicht so sympathisch. Ich finde auch leider, dass ganz arg viele YouTuber diese scheiß Palette nur gekauft haben, um diese zu supporten. Zum Beispiel, also ich habe ein paar YouTuber gesehen, so unter 10.000 Abonnenten, die haben die nur gekauft, damit Looks gemacht, also hingesetzt und Looks gemacht, damit sie von James Charles repostet werden. Oh Leute, bitte, no, das ist nicht mein Cup of Tea, ich will nicht von James Charles repostet werden. Ich habe mein Einkommen und ich werde hier kein Millionär mit den Sachen, ich mache das ja wirklich total aus Spaß. Und ich habe bei Morphe, könnt ihr auch einen Code machen. Und zwar, wenn ihr Adopt Love, also adoptieren auf Englisch, Adopt Love, wenn ihr das eingibt, dann spendet ihr an eine Shelter-Organisation bzw. eine Tierschutzorganisation in Florida, glaube ich.
Ich gebe grundsätzlich das immer an, weil ich weder, ich mag das nicht so Influencer zu Hardcore, sag ich mal, ja, beschenken oder so mit Kohle, weil ich denke, davon haben die einiges. Und ich habe auf jeden Fall hier die Artistry Palette gekauft. Und zwar ist das eine wunderschöne Palette. Ich trage auch gerade so ein bisschen davon und einen ganz leichten Ticken davon. Und natürlich von meiner Colourpop-Bestellung was drauf. Die hat statt 14 Euro 7 Euro gekostet und ich konnte nicht dran vorbeilaufen. Sind super, super schöne Farben. Die performt auch sehr gut. Also die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, das war die Christmas Limited Edition von Morphe. Also wenn ihr die noch bekommen könnt. Morphe könnt ihr auch, Morphe UK müsst ihr dann auswählen. Dann habe ich hier noch die Artistry Palette. Und zwar die 15T. Die andere ist die 15S. Und das ist halt so gerade so my cup of tea. Also ich liebe das. Also das sind einfach so richtig schöne Khaki-Schimmertöne. Also ich finde die so geil. Nicht jede Morphe-Palette ist sehr gut, aber die letzte Zeit sind sie relativ konstant, muss ich sagen. Die größere, die ich euch gleich zeige, die ist wirklich sehr, sehr schön. Die habe ich schon mehrfach in der Arbeit getragen. Ich mache ja eigentlich wirklich keine Standard-Looks in der Arbeit. Also das ist schon wenig, was ich in der Arbeit tragen würde. Aber die fand ich vom Farbschema her sehr ansprechend. So ein paar kühlere Brauntöne, warmere, auch warm. Dann das Korall, dann dieses wunderschöne Khaki-Element hier. Das hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, das ist die 15T-Palette. Und dann habe ich mir noch die 35W bestellt, also diese V-Palette. Und die habe ich schon echt häufig getragen und die ist sehr geil. Also ich liebe vor allem diese Reihe hier mit den kühlen blauen Tönen. Dann habe ich hier schon ganz tolle Berry-Looks gezaubert. Wie ihr seht, diese ganzen Chromes, die da zum Beispiel, das könnt ihr auch super krass als Highlighter tragen, Leute. Also ist kein Scheiß. Ich habe das jetzt schon diverse Male als Highlighter getragen und klappt einfach unfassbar gut. Seht ihr das? Also die Farbe ist super toll. Also mir gefällt die sehr, sehr gut. Wie gesagt, die kostet, glaube ich, gerade so 20 Euro oder so. Wenn ihr dann noch 10% Gutschein, also von irgendeinem Influencer oder so nehmt, dann ist das schon eine echt schöne Palette. Morphe ist eigentlich immer sehr recht erschwinglich. Ich habe aber allerdings... Ich habe, glaube ich, so um die 8 bis 9 Paletten von denen, gerade die Jaclyn Hill Sachen und so Sachen, das habe ich schon. Bei James Charles muss ich euch echt sagen, es haut mich irgendwie nicht um. Er hat ja, also mir hat das Announcement-Video gar nicht gefallen. Also jemand, der wirklich die Augen aufmacht, hat einfach auch gemerkt, dass da unfassbar viel Kommerz dahinter steckt. Der Junge ist ja, glaube ich, 17 oder 19 Jahre alt. Er ist zwar talentiert, ja, aber er ist jetzt nicht für mich mindblowing, dass ich sagen muss, oh mein Gott, ich kriege den Arsch des Todes. Das ist halt not my cup of tea, also ich mache es halt nicht. Ich sage immer so, ich habe es jetzt nicht nötig, sage ich mal, etwas zu kaufen, wo ich aber sage, nicht, dass ich nicht schon genug Lidschattenpaletten hätte. Nein, ich muss jetzt noch für 45 Pfund oder so nochmal eine kaufen. Das ist halt jetzt nicht so. Dann habe ich mir eine BH Cosmetics Zodiac Love Science Palette gekauft. Und zwar hat die süße Alida, mein Schatz, mein Engel, mein Herz, hat diese mir total empfohlen. Auch die Mary von Beauty by Mary hat mir auch die empfohlen, weil ich habe da eine Review von ihr auch gesehen und die fand ich so schön. So schön! Und ich habe gerade dieses Türkis. Ich habe auch die davor vorgegangene Zodiac Palette. Sehr, sehr schöne Palette und also, hello, it's BH Cosmetics, seht ihr das? Das ist krank, 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 krank. Also, das ist heftige Qualität, sage ich euch. BH Cosmetics hat sowieso die letzten Jahre so krass rausgerissen, Leute. Ich finde sie wunderschön. Mich stört dieses Große auch gar nicht, weil ich eigentlich immer große Paletten habe. Und wenn man halt eine geile Palette haben will, sind die halt oft sehr groß. Und dann habe ich, weil der gerade auch 30% waren, diese unfassbar schöne Palette. Versteht ihr, warum ich zum Beispiel die James Charles nicht unbedingt haben möchte? Ist einfach, weil diese Farben, er hat gesagt gehabt, ja, dass man das, dass es innovativ ist, dass es das. No! Es ist überall schon aufgetaucht. Also diese Palette zum Beispiel, da könnt ihr einige Farben von rausnehmen und da sind halt wirklich, das ist so eine Palette, wo ich keine einzige Farbe sehe, die gleich ist. Da sind wirklich hier, die sind wirklich gelb unterstichig, peach unterstichig. Hier sind Ockertöne mit mehr Orange, mit mehr Gelb. Hier sind zum Beispiel kühle Browns und da oben dieses wunderbare Khaki, Leute, das sieht unglaublich auf den Augen aus. Unglaublich. Ich stehe gerade eh auf grün, Khaki mit so einem Pop of Türkis irgendwie in der Mitte. Gerade ist so eine grüne Welle.
Und das ist halt einfach sowas, ich habe ja gesagt, also ich bin dieses Jahr nicht auf einem No-Buy, sondern auf einem Denk-Buy, nenne ich das, ja. Man muss sich einfach auch überlegen, was kosten die ganzen Items, die ihr halt kauft. Das sind halt keine Angebotsprodukte, sage ich mal, ja. Und wenn ihr halt praktisch Produkte, ja, euch kauft und ihr merkt, ist es wirklich das, was ihr zu Hause haben wollt, dann überlegt lieber zweimal, spart euch das Geld und kauft euch lieber zum Beispiel sowas, ich zeige es dir schon wieder, die Pat McGrath Mothership Palette Bronze Seduction. Ich habe ganz lange überlegt, die zu kaufen. Die hat mich 113 Euro gekostet und ich würde sie 100.000 Mal nochmal kaufen. Also Pat McGrath, auch die Seite, super geil zu bestellen. Dann fangen wir mal an mit den Sachen, die ich von Beauty Bay gekauft habe. Und zwar habe ich einmal dieses Winterset. Und zwar ist es hier, das zeige ich mal, das ist so eine Art Geschenkset gewesen. Das war 60% reduziert. Da ist eine wunderbare Sigma Brush dabei. Und zwar habe ich die hier. Genau. Das ist die 3D Kabuki Brush. Ich habe davon zwei Backups. Also eine habe ich. Und jetzt habe ich noch zwei Backups davon. Diese Pinsel bin ich zwar sehr geizig mit dem Wegschmeißen, aber Leute, es ist wirklich manchmal ganz gut, wenn ihr praktisch noch Backups habt. Von dann. Das ganze Set hat mich, glaube ich, knapp 27 Euro gekostet. Normal aber von einem Wert von über 60 Euro. Allein die Brush kostet schon 40 Euro. Dann habt ihr hier noch einen Brush-Schaum. Ich mache das jetzt mal auf. Ihr seht ja praktisch, da gibt ihr praktisch was auf Ding und habt praktisch da so eine eingerollte Matte. Die Matte werde ich auch benutzen, die ist bestimmt cool. Da ist nämlich, seht ihr das, da sind so Saugnäpfe drin und die könnt ihr praktisch in eurem Siphon, in eurem Waschbecken festkleben und könnt die Pinsel halt mal richtig tiefen sauber machen. Dann habe ich mir noch ein paar Produkte. Ah, ich muss so ein bisschen raussuchen aus meiner Kiste. Und zwar habe ich mir einen Melt Cosmetics Stack gekauft. Ein Stack ist das hier. Ein Stack ist so ein, ich sag jetzt mal, Haufen mit der magnetisch. Ich finde diese Stacks irgendwie geil. Ich weiß nicht, ich mag das, ja. Weil ich habe von Melt Cosmetics nur Heftiges gehört, ja. Melt Cosmetics ist immer noch so eine Indie-Brand. Ich finde sie sehr teuer. Also der Stack hat gekostet statt 54 Euro 37, Leute. Das ist wirklich immer noch wahnsinnig viel Geld für, das ist ja nur ein Deckel und ein Spiegel, beziehungsweise, ja. 2, 4, 5 Lidschatten könnt ihr euch herunterbrechen. Da kostet einer 5, 6, 7 Euro. Das ist nicht wenig. Dadurch aber, dass ich halt wirklich, ich habe wirklich viele Drogeriesachen, die mir wahnsinnig gut gefallen. Vor allem Make-up. Ich zeige euch jetzt später auch mal dieses Ding, was man sich von, was Foundation in meinem Gesicht ist, wo ich eigentlich nicht unbegeistert bin von. Da muss ich noch ein bisschen spielen, wie sich das mit der Konsistenz tut. Aber dieses Melt Cosmetics ist also, ihr habt jetzt verschiedenste Farben. Das ist der, ich lese euch mal vor, wie der Stack heißt. Und zwar haben die verschiedene Namen. Das ist der Rust Stack. Und zwar ist das tatsächlich der Stack, den ich damals hätte bestellen wollen. Aber der war dauernd ausverkauft. Und als der eben wiedergekommen ist, gab es den sogar im Sale. Und ich zeige euch mal die Farben. Das wäre einmal so ein, ich sag jetzt mal Vanilleton. Ja, ein Vanilleton sind alles Matte. Das ist die Farbe Classic. Das schimmert so, aber das ist einfach so ein Vanilleton. Ja, Vanille. Dann habt ihr hier die Farbe. Ich steck mal das unten drunter. Dann habt ihr hier die Farbe Antique. Das ist so ein wunderschönes Aprikot. Ich will unbedingt da auch was mit schminken. Dann habt ihr die Farbe Rubbish. Also richtig toll. Vor allem die Farben sind halt absolut versatile. Und die Struktur, Leute. Oh wow, also wenn ihr so viele Sachen besitzt wie ich, ist es halt wirklich sehr schwierig. Dann haben wir hier so ein wunderschönes Rotbraun und zwar in der Farbe Rust, also der Rust Stack. Und dann haben wir noch ein sehr, sehr dunkles Braun und diese Melt Stacks, ich finde die so geil gemacht. Ich finde das mal was anderes, weil ich weiß gar nicht, ob die in eine Z-Palette gehen, keine Ahnung. Aber ich finde die eigentlich relativ gut. Ihr müsst die auch also richtig ordnen, ja. Und ich finde diese Verpackung, also es ist nicht sehr reisefreundlich, das ist wirklich zu sagen hier. Ansonsten müsstet ihr, glaube ich, probieren, die Pens mal rausholen. Aber der gefällt mir sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch, und die war extrem reduziert, und zwar die Highlight Blossom von Lime Crime. Lime Crime, da habe ich ja voll gekotzt. Und zwar verlinke ich euch das Video sehr gerne hier oben.
Und zwar der Beauty Bay Sale vom Black Friday. Black Friday, da habe ich halt leider Gottes Willen den Fehler gemacht, dass ich praktisch, sag ich jetzt mal, Items wie die Alien Palette von Jeffree Star bestellt hatte, aber leider mit anderen Sachen zusammen. Dann sind halt voll viele Sachen aus dem Stock gegangen. Ich hatte dann die Venus XL Palette nicht mehr bekommen und ich bin echt stinkig, weil ich hätte gern die schon gehabt, ja. Und ich habe mir stattdessen jetzt einfach zum Trost eine Highlighter Palette gekauft, und zwar ich fand die so schön und ich habe von Lime Crime halt gar nichts, ja. Und ich fand die wunderschön. Vor allen Dingen, ich habe da mal Swatches von gesehen bei irgendeiner YouTuberin, ja. Und das ist so, das ist nicht metallisch, Leute. Das ist total nass. Seht ihr das? Also ich, okay, ich highlight jetzt mal voll mein Gesicht. Seht ihr das? Das hat nicht diesen Hardcore, ist jetzt blöd, das ist jetzt dieses Rosa. Das ist jetzt nicht dieses Hardcore-Metallische, sondern eher dieses Nasse. Und ich finde das sehr, sehr schön. Also ich kenne ja, wie gesagt, Lime Crime gar nicht. Ich werde damit sehr, sehr gerne. Ich möchte jetzt auch gucken, dass ich jetzt so eine Serie ein bisschen einführe, dass ich mal ein paar Sachen teste in einem Full-Face-Make-up. Das sind lange Videos, aber die möchte ich jetzt einfach auch in Zukunft wieder machen, weil das hat mir sehr gut gefallen eigentlich damals. Dann habe ich hier drei der Dose of Colors Block Shadow Block Party Eyeshadows. Die Block Party Eyeshadows, da kostet einer 20 Euro. Und dafür kaufe ich die nicht. Und jetzt gab es die für 10 Euro irgendwas. Of course, I'm buying. Und ich habe davon dieses Teal, dieses unglaubliche Türkis. Ja, das habe ich euch schon öfters gezeigt. Ich weiß nur nicht, ob... Ah, doch, das ist hier. Das Teal, das ist dieses hier. Sehr, sehr beliebte Farbe bei mir. Und ich benutze die auch wirklich gern. Das ist diese Farbe hier. Leute, einfach ein Traum, sage ich euch. Also, wenn ihr irgendwie mal ganz kurz Atemnot bekommen wollt, dann bitteschön. Also, hello. Und weil ich halt die Qualität so unglaublich gut fand, habe ich mir jetzt weitere Farben gekauft, und zwar 3 Stück. Also, mittlerweile ist es schon so, dass mir das eigentlich nicht so wichtig ist, was die Sachen kosten. Also, ich kaufe mir wirklich, was ich möchte. Ich tue dann dafür halt auf anderes verzichten, ja. Seitdem wir halt den Stinker haben, ist es natürlich ein bisschen was anderes. Ich kaufe halt auch gutes Hundefutter und alles, Spielzeug ohne Ende. Und der Kleine schläft, sonst würde ich euch den gerne zeigen. Da kommt auch noch ein ganz separates Video, wo ich in einer Kooperation gegangen bin mit einer Taschenherstellerin, einer Schneiderin. Total die Süße. Und da macht Nuki dann natürlich die Hauptrolle. Und ich... Oh, dieses Gefummel von den Dingern. Also, die Block Party Eyeshadows sind ganz klein, also wirklich ganz mini. Aber die haben halt unglaubliche Qualität. Ich habe jetzt hier die Farbe Jackpot. Und zwar, die haben eine ganz, ganz zarte und weiche Struktur. Und... Also, hallo. Also, das ist doch der Shit, sag ich euch. Also, ich liebe diese Eyeshadows. Also, ich habe auch noch nie jemanden gesehen, ja, der nicht begeistert war. Dann habe ich hier die Farbe Encore. Das ist mal so eine Farbe, die ehrlich gesagt mir im Kaufding gar nicht so gefallen hat. Aber so als ich die jetzt gesehen habe bei einer YouTuberin, die Jessie's Beauty Welt, glaube ich, die ist hier auch in der Nähe von mir. Wunderschön, unglaublich. Und dann habe ich hier noch die Farbe Heart of Gold. Das sieht so ein bisschen grob aus, aber sehr, sehr schönes Altgold, sage ich mal. Ist jetzt kein Neugold, ich sage immer Neugold, aber es ist kein gelbstichiges Gold. Wundert euch nicht, dass ich immer wieder mal versuche aufzustehen, weil ich habe ich habe auch noch eine Prellung am Steißbein, also ich kann nicht so gut sitzen gerade. Also das sind, wie gesagt, die Block Party Eyeshadows, die ich habe. Wie gesagt, das Jackpot, Encore, Heart of Gold und dieses Teal. Oh, ja. Dann habe ich mir noch, voll witzig, ich habe mir für 1 Euro irgendwas die kleinen Wet n Wild Eyeshadows gekauft. Und zwar, ich habe ja die großen davon, die sind unglaublich gut, Leute. Also, kauft ihr euch. Also, ich habe jetzt mal die 2 kleinen gekauft, weil ich finde die so praktisch für die Arbeit, ja. Und dann habe ich mir, was ich total witzig fand, ja. Laura Lee Los Angeles ist ja überhaupt nicht beliebt gerade. Ich finde die Sachen, die sie hat, jetzt nicht so ganz so schlecht, aber scheinbar so gut sind sie auch nicht, ja. Und auf jeden Fall kamen die raus mit der Boss Babe und der Party Animal Palette. Die Party Animal ist so ein bisschen mega bunt. Und ich mag Laura Lee als YouTuberin jetzt nicht so unbedingt, weil ich finde ihren Content sehr anstrengend.
Aber das kann man auch über mich sagen, das macht ja nichts. Was ich aber sagen muss, sie macht sehr schöne Eyeshadow-Paletten. Und zwar haben wir hier die Farbe Hustle. Farbe Hustle. Sehr geil. Dann haben wir hier zum Beispiel 9 to 5. Das ist heftig, ja. Und die Farbe Deadline. Also ich fand diese Palette sehr schön handlich, sehr klein. Die hat auch so eine bunte, ich glaube, die hat statt 18 Euro, ich glaube nur 8 Euro, 9 Euro, auf jeden Fall unverschämt wenig gekostet, ja. Ich habe auch von derselben, habe ich Liquid Lipsticks. Die hat jetzt endlich Liquid Lipsticks rausgebracht, an die wir auch rankommen konnten, ja. Und ich fand das Packaging sehr schön. Schaut mal, also das ist eine anständige Größe. Die Farben haben mir sehr gut gefallen, das muss man halt auch dazu sagen. Also nicht nur die ganze Altes drumherum, sondern auch das Packaging hat mir sehr gut gefallen. Also das ist eine ganz tolle holographische Verpackung und die Farben gefallen mir beide wahnsinnig gut. Also ich weiß jetzt noch nicht, ich kann ja mal probieren, einen auftragen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal eher den Nude-Farbenen, den ich mir mal auftrage, weil der würde mich ja zu sehr interessieren. Und zwar können wir jetzt erstmal hier die Farbe, die erste Farbe ist Kissmas. Also das ist praktisch von ihrer Christmas Collection. Die hat einen ganz coolen Applikator, wie ihr seht, also nicht so ganz so. Ist eine super dünne Formulierung, erinnert mich aber an diese Calabasas sozusagen. Riecht aber nach Erdbeer und total geil. Also Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch die Farbe, die trage ich jetzt auch mal auf, ist die Farbe Pouty and Nice, ja. Das ist halt ein ganz tolles rosa-pink-nude irgendwie. Ich schmink mich mal jetzt geschwind. Ich habe den Applikator von ihr noch gar nicht getestet. Mit dem Risiko, dass die Farbe jetzt nicht gut aussieht, gell? Also, ich kann euch dann gleich sagen, wie die Struktur ist. Also, zum Auftragen ist der Applikator sehr cool. Also, sieht sehr schön aus. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das dauert, dass es durchtrocknet, gell? Der Geruch ist mega angenehm. Also es ist Erdbeer. Mega schön. So, das ist die Farbe. Ich finde das sehr hübsch. Also ich mag, Laura Lee hat sehr große Ahnung. Also sie macht, also zum Beispiel Manny MUA, da bin ich ja nicht so der Hardcore-Fan. Ihr wisst warum, ich mag das nicht. Also es gibt halt Leute, die halt entweder Team Jeffrey sind oder Team Manny MUA. Ich glaube, dazwischen gibt es eigentlich ganz selten irgendwas, weil einfach, die machen auch komplett unterschiedlichen Content. Manny MUA macht ja sehr Standard-Looks. Aber bei Laura Lee muss ich sagen, ich finde ihre Make-up-Line tausendmal schöner wie die von Manny MUA. Auch die Qualität, also die ist nicht klebrig, also der Lippenstift ist gar nicht klebrig, fühlt sich jetzt aber auch nicht austrocknend an. Und dann habe ich mir noch, ich glaube, das sind die letzten Items aus der Bestellung, genau, und dann gehen wir zu Kiko und zu der Drogeriesache. Ich habe hier zwei Highlighter bestellt, und zwar True Gold, und zwar von Makeup Revolution, die haben nur 2 Euro gekostet. Und das andere ist Champagne, Peach Champagne, und ich habe keine Ahnung, wie die sind. Aber ich habe eigentlich so heftige Sachen gehört, dass die echt hardcore krass sein sollen. Und ich will jetzt mal unbedingt einen auftragen für euch. Oh mein Gott, puh. Ja, lose Highlighter sind halt mega dreckig. Das kann ich euch gleich sagen. Ja, das ist immer übel ekelhaft. Aber ich mache jetzt hier mal ein bisschen was in den Sifter rein. Oh mein Gott, bisschen ist gut. Also Leute, wenn ich gleich glänze wie so eine Speckschwarte, dann wisst ihr warum. Ich nehme hier meinen Morphe Highlighter Pinsel und ich hoffe einfach zu... Oh boy. Oh, hallo. Hallo Saturn. Mein Name ist... Was ist das? Hallo. Also die Farbe finde ich ja schon geil. Also ich gucke mal wieder da rein, ob das irgendwie grau sticht. Also die Farbe, das ist jetzt Peach Champagne. Die ist ja hardcore, ey. Boah. Seht ihr das? Oh mein Gott. Makeup Revolution hat wirklich coole Produkte, aber das finde ich jetzt ein bisschen anstrengend, dass der Sifter halt so krass voll wird mit dem Scheiß. Also wenn ich jetzt praktisch das umdrehe, ist ja noch mehr Kack drauf. Ja, ist halt voll. Ich würde euch raten, irgendwie das anders hin... Ich weiß gar nicht, wie ich das handeln soll, weil da kommt aber nur mega viel Produkt raus. Ich glaube, ich würde mir das irgendwie separat in so eine Schale tun oder so.
Und da, also ich kann da mein Leben mit highlighten. Es ist halt einfach nur eklig. Also die Verpackung ist für einen Highlighter voll beschissen. Also mir wäre das lieber, wenn es irgendwie, ich sag jetzt mal, also schaut mal, ich habe nur den Deckel ausgeklopft, Leute. Und ich habe einfach mal, also so eine Menge Highlighter im kaputt eigentlich, ja. Ist eigentlich mega, mega schade. Also ich, Glow to the Goddess, ja. Ich weiß noch nicht, wie, also ich finde den wunderschön. Aber Problem ist halt einfach, diese Behältnis finde ich jetzt echt suboptimal. Dann kommen wir mal zu meiner Colourpop-Bestellung. Ich habe da die Betty G Collection komplett bestellt. Da ist auch dieses Türkis auf meinen Augen von her. Und zwar haben wir hier auch zwei lose Highlighter. Das zum Beispiel finde ich besser gelöst. Diese losen Highlighter von Colourpop sind halt sehr viel kleiner. Ja, das Packaging ist auch richtig, richtig schön. Becky G, ich weiß gar nicht, wer das war. Becky G war irgendwie so eine Rapperin oder eine Instagram-Persönlichkeit. Das ist die Palette. Colourpop ist bei mir ja gar kein Problem, das wisst ihr. Und die hat wunderschöne Farben rausgebracht. Ich bin Hardcore-Fan von diesen Farben da, ja. Und sie hat diese Farben rausgebracht. Die werde ich jetzt allerdings nicht swatchen. Übrigens, das ist durchgetrocknet. Sehr, sehr schön. Das ist aber nicht so ein Transfer-Proof, wie ihr seht. Ich kann es runterziehen. Sehr, sehr schöne Farben hat die rausgebracht. War überhaupt kein Thema. Jetzt habe ich die, Drogerie- und Kiko-Sachen. Ich habe hier jetzt zum einen Elf-Highlighter, den ich hardcore krass fand. Und zwar ist es die Farbe Peach. Ja, ihr müsst aber bei Danny hier, das sind Baked Highlighter, müsst ihr die erste Schicht runterkratzen, habe ich mir sagen lassen, ja. Also ich weiß nicht, wie die das gemeint haben, aber irgendwie auf jeden Fall so richtig hardcore mit dem Pinsel drüber gehen. Seht ihr das? So richtig schön die erste Schicht abkratzen und dann würde da drunter der Highlighter vorkommen. Ich hoffe, das kommt. Das sind halt diese Baked Highlighter, sind ja eher, ja, hier kosten sie ja nicht viel. Ja, 6 Euro. Aber in Amerika kosten sie halt nochmal weniger. Das ist halt schon krass. Ich gehe jetzt mal rein. Jetzt mal die Stirn. Ja, ja. Jenny läuft bei dir. Also, Highlighter brauchen wir jetzt heute keinen mehr. Thank you. Next. Also, ich gehe Gott sei Dank danach duschen. Also, das ist ein sehr schöner Highlighter. Sieht gar nicht so krass blinding aus, aber lässt sich sehr, sehr gut auf der Haut auftragen. Ist auch mein erster Baked Highlighter von Elf Cosmetics. Elf Cosmetics ist hierzulande eigentlich echt eine Frechheit, weil Elf wird hier extremst teuer verkauft. Auch passt auch auf der Glow-Off, Leute. Ihr könnt bei Douglas die zu ganz anderen Preisen kaufen. Also auf der Glow haben die teilweise über 20 Euro für eine Palette gewollt, aber im Douglas kosten die keine 10 Euro. Das ist schon krass. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingssegment und zwar der Drogerie. Also ich glänze jetzt zum Himmel. Drogerie hat gerade sehr, sehr schöne Produkte. Und zwar, ich habe hier eine Essence LE erwischt. Und zwar, ich benutze den selber schon eine ganze Ecke jetzt, ein paar Tage. Das ist einmal so eine kleine Blender-Brush, so mit, wo ihr schön in die Crease reinfahren könnt. Und einen Pinsel, den kann ich euch schon im Einsatz zeigen. Und zwar, der ist schon voll schmutzig. Das ist hier diese wunderschöne, also das ist so ein richtig geiler Pinsel. Ich sage euch auch ehrlich, ich habe den 6-mal oder 7-mal. Ich habe den bei Cosmetic for Less bestellt. Ich benutze den hier, den jetzt zum Beispiel zum Bronzen, ja, oder zum Highlighter ausblenden, weil er wieder zu arg ist. den benutze ich zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel einen, den, da setze ich mein Auge mit, ja, hier um meinen Mundwinkel und so weiter. Dann habe ich einen, wo ich jetzt nur meine Kontur lang ziehe und so. Super geile Brush, kostet 3 Euro, Leute. Bestellt sie euch ansonsten bei Cosmetic for Less. Das ist richtig toll. Und diese Crease Brushes sind auch sehr empfehlenswert. Super Qualität, sage ich euch. Und dann habe ich ein paar Produkte des Sortiments-Updates von Catrice gekauft. Und zwar, da kommen wir auch zu dem Ding, was ich jetzt trage. Also ich trage momentan keine Foundation. Guckt jetzt bloß nicht, wie ich aussehe. Sondern eine Art, kennt ihr Assam Beauty? Assam Beauty ist ja praktisch so eine Art, weiß ich nicht, so eine Make-up-Marke, die musiges Make-up verkauft. Seht ihr das? Also, das ist ein sogenannter Skin Perfector. Ja, ein Skin Perfector ist praktisch kein Make-up, sondern ein praktisch, ich sag jetzt mal, ein Mousse. Ihr seht ja, das ist mousig, wo ihr praktisch auftragt und praktisch eure Blemishes und alles Mögliche ausmerzt, ja. Und ihr könnt es, ich habe das jetzt mit den Händen sogar aufgetragen,
Ich finde die Idee sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass die aber nicht nur in dieser Farbe rauskommt. Das Problem bei diesen Drogeriemarken hier in Deutschland, auch in Amerika, ist, dass oft zum Beispiel sie Produkte rausbringen, die wirklich nicht schlecht sind von der Grundidee. Weil Asam Beauty ist sehr teuer, die kostet auch zwischen 20 und 30, 35 Euro, hat aber leider auch eine beschissene Farbrange. Also ihr könnt halt nicht, wenn ihr ganz hell seid zum Beispiel, so eine Art Make-up-Mousse kaufen. Ich finde das jetzt zum Beispiel gar nicht schlechtes Ergebnis, jetzt vor allen Dingen ohne Highlighter, es ist super. Also es ist wirklich ein ganz tolles Ergebnis geworden. Ich liebe halt meine Fenty Beauty und meine Hardcore Foundations, ja. Aber das, was ich habe jetzt, ich habe das Make-up, deswegen sehe ich ein bisschen verballert aus, habe ich schon 6-7 Stunden drauf. Da muss ich dafür sagen, dafür ist die Deckkraft für mich vollkommen ausreichend für meinen Alltag. Also ich bräuchte jetzt keine Hardcore-Deckkraft oder so. Der Liquid Lipstick ist jetzt auch mittlerweile durchgetrocknet, das finde ich jetzt auch echt hübsch. Aber ich habe dann, wie gesagt, nur meine Kontur gezogen, habe dann noch ein bisschen Bronzer aufgetragen und halt so Blush und alles Mögliche. Und ich fand das Ergebnis jetzt nicht schlecht. Wie gesagt, das kommt jetzt in einem neuen Catrice-Update. Da werde ich auch einiges von einkaufen. Da werde ich auch wieder was testen für euch. Das soll jetzt Anfang Februar wohl in die Läden kommen. Essence auch. Da werde ich aber sowohl Catrice wie auch Essence zusammenlegen und einfach die Produkte in meinem Gesicht testen. Das ist letztes Jahr sehr gut angekommen, als ich das gemacht habe. Wie gesagt, diese Musik-Konsens, ich finde es geil. Also von Catrice oder von Essence gab es das aber schon mal. Das Essence Make-up Mousse oder so. Und das finde ich auch schon richtig, richtig gut. Von meiner Colourpop-Bestellung habe ich noch zwei Blushes und zwar von der Bradman Rock Collection. Sind sehr geil, sage ich euch. Ich liebe diese Colourpop Super Chic Produkte oder Super Shock Produkte. Das sind halt wirklich cremig-putrige Konsistenzen. Ich habe das auch schon ganz, ganz, ganz krass überm Auge getragen. Eyeliner drauf, Glitzergold drauf in der Mitte. Ihr könnt das... Ich versuche es euch mal zu demonstrieren. Das ist jetzt die Farbe, die ich jetzt am liebsten mag. Ja, und zwar ist es die Farbe Stop It. Stop It. Und zwar ist das jetzt die Brush, die ich dafür benutzt habe. Das ist von dieser La Haye oder so. Vom DM. Und zwar ist das ja diese Puder, diese Gel. Ja, weiß ich nicht. Das ist so eine... Da kommt schon recht viel Produkt. Aber wenn ihr jetzt so ein bisschen... wenn ihr jetzt seht, was das auf dem Gesicht gibt, ja. Seht ihr da nicht, dass das Produkt... Hardcore aussieht, ja. Ihr geht mit tipselnden und drückenden Bewegungen praktisch über euer Gesicht. Und hier, ich gehe jetzt auch immer meistens da oben noch ein bisschen rein, um hier oben noch ein bisschen Wärme zu zaubern. Und ihr könnt sehen, das Produkt lässt sich wirklich super einarbeiten. Bestellt euch doch mal eins mit, wenn ihr an Colourpop noch nicht rankommen seid, probiert die, sind richtig, richtig gut. Das ist halt eine echt sehr kräftige Farbe. Da müsste ich dann irgendwie so einen auf Schneewittchen-Look machen oder so. Dann habe ich mir noch ein voll süßes rosa Make-up-Ei gekauft. Und zwar, das würde ich jetzt auch gern benutzen. Ich liebe die Schwelle. Und zwar ist es einfach ein rosaner Make-up-Schwamm. Die sind wirklich sehr gut. Dann habe ich einen Look Pure Pigments. Das ist auch eine absolute Kaufempfehlung für euch. Und zwar ist es der Pure Pigment von Catrice. Das ist eine Reihe von Catrice, die erst seit einem Jahr haben. Finde ich super schade, dass die rausgeht. Das ist ein ganz krass pigmentierter Lipgloss. Und ich zeige euch. Ja, also ganz, ganz krass. Also ich hoffe, ich kann das richtig malen. Also ich ist jetzt fast jetzt gar nichts zusammen, Leute. Es ist zu Demo-Zwecken, ja. Also kein Hate. Ja. Ihr seht, wie krass pigmentiert die sind. Ich habe davon auch nudefarbene Töne, ich habe auch rot davon. Es gibt manchmal Tage, da finde ich dieses Gloss-Look sehr, sehr geil. Leider gehen die aus dem Sortiment raus, die kosten um die 2 Euro nur noch. Kauft sie euch, die sind richtig, richtig schön. Und dann habe ich mir nochmal einen Light Spectrum Strobing Brick gekauft. Ich habe das noch gar nie gehabt, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist praktisch so, das ist so eine Art bronzerfarbener Blush bzw. Highlighter, den ihr als ja auch als Blush auftragen könnt. Und somit könnt ihr, der Liquid Lipstick geht auch relativ leicht runter, sehe ich gerade. Was ich sehr zu befürworte. Ich habe ja neulich von meiner Mutter eine Super Stay Matte Ink gekriegt, ja, in einer Farbe, ich glaube Heroin oder Dancer, ich glaube Dancer. Und Leute, ich habe bis jetzt noch, seht ihr das? Teilweise immer noch dieses Rot mit drin, das könnt ihr sogar sehen. Hey, cool, seht ihr das? Das ist nicht mal der Lipgloss, das ist dieser dämliche Super Stay Matte Ink. Ich finde,
Ich finde die Farben an sich ja schön. Was ich aber gar nicht leiden kann, ist, dass das so krass staint. Das ist echt nicht normal. Und dann habe ich auch das Letzte. Und zwar, ich habe bei Kiko eingekauft. Ich war ganz lange nicht mehr bei Kiko, weil es halt irgendwie gar keine Produkte gab, die mich irgendwie interessiert haben. Und zwar habe ich jetzt hier mir nur einen ganz, ganz schlichten Hydragloss gekauft. Die Hydraglosses sind wunderbar. Also die kosten 5,55 €, sind gerade auf 30% reduziert. Sind ganz schlichte Leute. Schlichte, super pflegende, ganz, ganz tolle Glosse. Hier habe ich die Farbe 04. Die werden nummeriert. Das ist so ein ganz leichter, leicht aprikose schimmernder Gloss. Also, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich hoffe, das zoomt. Da habt ihr. Oh Gott, wie ich aussehe. Also so ein ganz leicht peachfarbener Gloss, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und dann habe ich was gesehen, das haben die jetzt mal kurzfristig mal gehabt. Und zwar ein Cushion Blush. Der hat gekostet 15 €. Kiko ist echt nicht billig, wartet lieber auf Sales. Und das ist praktisch so eine Öffnung, die macht ihr auf. Da kommt euch so ein Schwämmchen entgegen. Ich schmeiße den weg, ich benutze den schon nicht. Und dann kommt eine Kuschenkissen mit einem Blush. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. I don't know. Ich werde mal probieren, ob das mit dem Pinsel. Ist das was für ein Pinsel? Also ich. Hallo Milo. Also das ist so ein. Aber die Farbe ist toll. Das ist so ein Produkt, was ihr halt praktisch schön in eure Haut einarbeiten könnt. Ich fand aber die Idee geil. Guckt, dass ihr sehr sanitär arbeitet. Das heißt also wirklich eine Brush benutzt, die halt dementsprechend ist. Wascht die dann auch wieder um. Ich fand das Produkt sehr cool. Also ich möchte das sehr für die Arbeit benutzen, weil ich einfach finde, diese Idee, eine Cushion Blush, fand ich genial. Kostet 7 €, glaube ich, und war sehr, sehr schön. Oh, jetzt sind wir endlich fertig. Sehr viel Geduld jetzt aufgebracht habt, danke ich euch von Herzen für die ganze Anteilnahme, für die wunderschönen Nachrichten, die ich auch wegen Nuki immer so wieder bekommen freue. Der ist toll, der Blush, gell? Also, okay, jetzt habe ich too much natürlich, weil ich da drunter noch einen habe. Aber ich werde euch jetzt hier die drei Gewinner meiner Verlosung zeigen und ich hoffe, dass ihr euch wahnsinnig drüber freut. Diejenigen, die jetzt nicht teilgenommen haben oder so, es wird immer wieder Verlosungen geben. Ich habe am 20. Januar meinen 30. Geburtstag. Und da hoffe ich, dass zahlreich von euch Leute sich freuen werden, dass man 30 wird. Ich freue mich eigentlich, 30 zu werden. Ich bin an der Blüte meines Lebens. Ich fühle mich wohl. Ich habe einen tollen Familienzusammenhalt. Ich habe eine ganz tolle Tier-Community, sage ich mal. Ich habe eine ganz tolle YouTube-Community. Und ich hoffe, wir sehen uns in dem nächsten Video wieder, meine Lieben. Und auf jeden Fall freut euch diejenigen, die gewonnen haben. Schreibt mir bitte auf Instagram eure Adresse und irgendeine nette Nachricht oder irgendwas, was ihr mir sagen wollt. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann sofort wieder. Ich versuche jetzt wirklich viel, viel schneller hochzuladen. Ich habe jetzt dieses Video jetzt gestern gemacht und um es heute für euch hochzuladen am Mittwoch. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Es ist einfach manchmal nicht einzuhalten, weil privat irgendwas passiert. Also der Nuki ist zwar jetzt nicht so mir zeitraubend, aber er braucht natürlich meine Zeit und Liebe. Ich gebe sie ihm auch und mir ist es dann in dem Moment dann auch egal, ob ich Leute enttäusche, weil ich einfach, ich bin hier in meinem YouTube keine öffentliche Person, sondern ich bin eine Person, die öffentliche Sachen für euch zeigt. Aber jetzt nicht, dass ich sagen muss, oh mein Gott, ich habe jetzt eine Verpflichtung irgendjemandem gegenüber. Ich mache das total aus Spaß und da soll es auch bald bleiben. Und ich liebe euch, meine Süßen. Passt auf euch auf und ich hoffe, dass es bei euch besseres Wetter ist. Bei mir ist es mega beschissenes Wetter. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald, bald wieder, meine Süßen. Und ich hoffe, dass ich am Freitag oder Sonntag euch ein Video zeigen kann. Ich möchte ja auch die Sachen so ein bisschen testen und so. Meine Schminksammlung ist auch bald fertig. Ich muss jetzt noch einige Sachen ein bisschen umräumen, weil ich noch nicht 100% zufrieden bin, Leute. Ich bin ein ganz schwieriger Mensch mit meinen Sachen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin sowas von pingelig. Ich kann das nicht alles so lassen. Mir gefällt das alles nicht. Und ich bin jetzt heute auch noch ein bisschen beziehungsweise gestern nach dem Dreh, habe ich mich jetzt hier auch hingesetzt und mache nochmal meinen Tisch fertig, weil ich einfach auch mit dem Setup noch nicht zufrieden bin. Also gerade auch mit dem Mikrofon, wo steht meine zwei Ringlichter, wo steht mein Schirmchen. Also ich bin jetzt sehr zufrieden, ich bin angekommen, Leute. Lasst uns zusammen meinen 30. Geburtstag feiern, weil ich einfach so froh bin, 30 zu sein.
18 zu sein ist schön, aber wenn ihr 30 seid, Leute, ihr habt eine hoffentlich Familie. Ich hoffe, ihr habt das Glück, schon Kinder zu haben, verheiratet zu sein oder einen Mann zu finden, so wie ich es gefunden habe. Hi, mein Schatz. Mein Freund zum Beispiel, er hat auch einen ganz, ganz tollen Twitch-Account. Wenn also ihr mal Männer habt oder sogar selber zockt, folgt doch dem sehr, sehr gerne. Er heißt Rubenstein Live auf Twitch. Da könnt ihr sehr gerne mal vorbeigucken. Er kommt immer wieder mal online, beziehungsweise einmal die Woche mindestens, und macht da wirklich stundenlange Streamaufnahmen. Hat einen ganz, ganz tollen, ich habe ja dafür mein Schminkzimmer freiräumen müssen. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeigucken würdet. Da könnt ihr, der spielt so Black Ops und alles Mögliche. Also der macht wirklich tolle Streams. Also ich gucke ihm sehr gerne dabei zu. Nicht, weil es mein Freund ist, sondern weil es wirklich mich auch interessiert, wie er sich so weiterentwickelt hat. Er macht wunderschöne Layouts. Er wird auch demnächst mir ein bisschen helfen mit den Videos. Er wird noch ein paar Sachen, Effekte einfügen und so. Und ich hoffe, Leute, ihr freut euch einfach. Ich wünsche euch ein so tolles, erfolgreiches Jahr. Macht Sachen, die euch Spaß macht. Macht Sachen, die euch glücklich macht vor allen Dingen. Und macht auch mal Sachen, die ihr niemals gedacht habt, dass ihr die tun wollt. Weil darum geht es im Leben und das soll auch so bleiben. Und in dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, meine Lieben, und einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ich wieder hochgeladen habe. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Eure Jenny.